da kriege ich jetzt den Stab? Echt? Aha, hab zwar nichts kapiert, aber anscheinend kriege ich einen Stab. Okay, nehme ich. Nehme ich doch. Geld beschaffen können wir. Andrastes Geheimnisse verfügbar. Das war abgeschlossen. Und hier haben wir jetzt das gedämpfte Flüstern. All das kostet 15 Macht. Kämpfer für Gerechtigkeit. Kann ich jetzt nur eins? Oder kann ich dann erst das und das? Ach Mann, ich weiß nicht. Ich nehme das gedämpfte Flüstern, oder? Toll, da steht's. Wenn du dich für die Magier entscheidest, hast du keine Möglichkeit mehr, mit den Templern zusammenzuarbeiten. Das ist doch doof. Schloss Radcliffe und die Magier, die die Bresche schließen könnten, stehen unter der Kontrolle von Magister Gerion Alexius, einem Venatori-Kultisten. Nee, mach mal zurück. Will ich hier mal gucken. Liliana und Josephine haben unermüdlich gearbeitet, um einige der einflussreichsten Häuser von Orlais durch Überzeugung oder Zwang für die Inquisition zu gewinnen. 10 Adelsfamilien haben sich bereit erklärt, die Templer unter Druck zu setzen, damit sie der Inquisition helfen, die Bresche zu schließen. Die Adligen werden zu, kann ich nicht lesen, Schanze reißen und verlangen, dass sich der Lordsucher mit ihnen auseinandersetzt. Ach Manu, was mache ich denn jetzt? Empfohlene Stufen 4 bis 7. Ach Mist. Marschen jetzt. Ach Mist, aber auch. Stehen unter der Kontrolle von Alexius, einem Kultisten. Sondern auch die Macht besitzt, die Zeit zu verändern. Ja, genau. Mit Fiona und so. Er hat Trevelyan und nur Trevelyan freundlicherweise zur Verhandlung ins Schloss eingeladen. Es ist eine offensichtliche Falle, aber Liliana und ihre Spione können in das Schloss eindringen und die Venatori-Bedrohung beseitigen, während Alexius abgelenkt ist. Es ist ein gewagtes Spiel, aber auch unsere beste Chance. Okay, komm her. Wir haben nicht genug Männer, um die Festung zu nehmen. Also suchen wir einen anderen Eingang oder lassen wir diesen Unsinn und holen uns die Templer. Radcliffe befindet sich in den Händen eines Magisters. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Alexius bittet in seinem Brief ausdrücklich um die Anwesenheit von Andrastes Herold. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Ja, wie nett von ihm. Er hat also seinen Zug gemacht, ja. Wir haben also etwas von Magister Alexius gehört. Das hatte ich erwartet. Und doch wollen einige von uns einfach nur rumsitzen und nichts tun. Nicht das schon wieder. Schloss Radcliffe ist eine der am leichtesten zu verteidigenden Festungen in Ferelden. Es hat schon Tausende von Angriffen zurückgeschlagen. Wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr sterben. Und wir verlieren unsere einzige Möglichkeit, diese Risse zu schließen. Das lasse ich nicht zu. Und wenn wir nicht mal versuchen, uns mit Alexius zu treffen, verlieren wir die Magier und haben eine feindliche fremde Macht direkt vor unserer Tür. Selbst wenn wir die Feste stürmen könnten, ist das keine Option. Der Einmarsch einer Armee der Orlesianischen Inquisition in Ferelden würde einen Krieg heraufbeschwören. Uns sind die Hände gebunden. Der Magister hat uns in der Hand. Kann ich jetzt nochmal umschwenken? Holen wir uns die Templer? Aber der stand doch eben, ich kann nicht mehr zurück. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Na schön, dann holen wir uns die Templer und gehen mit ihrer Hilfe gegen Alexius vor. Meine Spione berichten, dass sich die Magier bereits im Kriegszustand befinden. Selbst wenn es uns gelingt, die Templer zu rekrutieren, wird es zu spät sein, um Alexius noch aufzuhalten. Wir können uns nicht einfach mit einer Niederlage abfinden. Es muss eine Lösung geben. Kontaktiert den Aal. Wir müssen anders reinkommen. Es ist die Mühe nicht wert. Es muss doch abgesehen vom Haupttor noch einen anderen Weg ins Schloss geben. Vielleicht einen Abwasserkanal oder etwas in der Art. Nicht, dass ich wüsste. Ein Moment. Es gibt einen Geheimgang ins Schloss, einen Fluchtweg für die Familie. Er ist zu schmal für unsere Truppen, aber wir könnten einige Spione hindurchschicken. Das ist zu riskant. Diese Spione würden den Magister niemals erreichen, ohne vorher entdeckt zu werden. Und deshalb brauchen wir auch eine Ablenkung. Vielleicht den Gesandten, auf den Alexius derart erpicht ist. Trevelyan würde die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während wir die Teventeraner ausschalten. Es ist riskant, aber es könnte funktionieren. Ein Glück, dass ihr dabei Hilfe haben werdet. Kommandant,
Dieser Mann behauptet, er habe Informationen über den Magister und seine Vorgehensweise. Ohne meine Hilfe werden eure Spione Alexios Magie niemals überwinden können. Also werde ich euch begleiten, wenn ihr gegen ihn vorgeht. Ihr tragt bei diesem Plan das größte Risiko. Wir können euch nicht guten Gewissens befehlen, es einzugehen. Wenn ihr lieber nicht den Köder spielen wollt, können wir uns noch immer um die Templer bemühen. Die Entscheidung liegt bei euch. Ja, die Entscheidung liegt ja eigentlich schon die ganze Zeit hier, ne, bei mir und so. Ja. Ja, wenn du dich entscheidest, Schloss Radcliffe, bestätige den Einsatz. Wir machen das jetzt, würde ich sagen. Jetzt habe ich mich ja eigentlich schon dafür entschieden. Und los. Und go. Wir kommen schon rein in das olle Schloss. Wir machen das wie bei Herr der Ringe. Wir schießen den Zwerg oben über die Mauer. muss ich Dorian jetzt mitnehmen? Anscheinend. Ja, das ist ja blöd. Dorian ist nicht ausgestattet von mir. Ja, gut. Ja, toll. Wie nehme ich den jetzt mit? Darauf war ich jetzt irgendwie gerade mal wieder gar nicht vorbereitet. Dann nehme ich Varric auf jeden Fall mit. Warte mal, Dorian. Kann ich Dorian? Magier, okay. Dann nehme ich Varric mit und dann nehme ich auch auf jeden Fall den Eisernen Bullen mit. Der hat ja jetzt gerade erst so schicke Sachen von mir bekommen. Ja, okay. So machen wir das. Ach, du ahnst es nicht. Kündigt uns an. Die Einladung des Magisters galt allein Herrin Trevelyan. Ihre Begleiter werden hier warten. Nö, werden die nicht? Die habe ich gerade erst ausgesucht. Sie sind Unterhändler, sie gehen dahin, wo ich hingehe. Ja, dann bleibe ich auch hier. Wenn meinen Freunden der Zutritt verwehrt wird, verzichte ich ebenfalls. My Lord Magister, die Emissäre der Inquisition sind eingetroffen. Meine Liebe, es ist so schön, euch wiederzusehen. Und natürlich auch eure Begleiter. Ich bin mir sicher, wir beide kommen zu einer Einigung, die alle Parteien zufriedenstellt. Und wir Magier haben kein Mitspracherecht, wenn es darum geht, über unser Schicksal zu entscheiden? Fiona... Ihr hättet eure Anhänger wohl kaum in meine Obhut übergeben, wenn ihr mir nicht ihr Leben anvertrauen würdet. Wenn die Großverzauberin Teil dieser Gespräche sein möchte, heiße ich sie gerne als Gast der Inquisition willkommen. Ich danke euch. Die Inquisition braucht Magier, um die Bresche zu schließen, und ich habe sie. Also, was habt ihr mir für sie anzubieten? Wir haben eine Offenbeziehung. Ich weiß, ihr wollt meinen Tod. Reden wir mal über Zeitmagie. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben Beziehungen. Da wird er mir bestimmt irgendwas Blödes zu antworten, aber okay. Die Inquisition hat zahlreiche Unterstützer in den Reihen des Orlesianischen Adels. Ich bin mir sicher, wir finden eine angemessene Vergütung. Ich wüsste nicht, was der Orlesianische Adel zu bieten hätte, was ich nicht bereits besitze. Sie weiß alles, Vater. Felix, was hast du getan? Euer Sohn ist besorgt, dass ihr in irgendetwas Schreckliches verstrickt sein könntet. Und das aus dem Mund einer Diebin. Denkt ihr etwa, ihr könntet meinen Sohn gegen mich aufbringen? Ihr kommt mit eurem gestohlenen Mal, einem Geschenk, das ihr nicht einmal begreift, in meine Festung und denkt, ihr hättet hier die Kontrolle? Ihr seid nichts weiter als ein Fehler.
Ja, das mag schon sein. Wenn ihr so viel wisst, dann erleuchtet mich doch bitte. Erklärt mir, welchen Zweck dieses Mal auf meiner Hand dient. Es gehört Würdigeren als euch. Ihr könntet seinen Zweck nicht einmal ansatzweise verstehen. Hör dich doch nur reden, Vater. Weißt du überhaupt, wie du dich anhörst? Er hört sich genauso an wie das Klischee eines Schurken, das man von unseresgleichen erwartet. Dorian, ich gab euch die Möglichkeit, Teil von all dem zu sein. Ihr habt mich zurückgewiesen. Der Älteste besitzt eine Macht, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Er wird das Reich aus seiner Asche wieder auferstehen lassen. Ist das derjenige, dem ihr dient? Derjenige, der die Göttliche ermordet hat? Ist er ein Magier? Er wird schon bald ein Gott sein. Er wird dafür sorgen, dass die Welt erneut vor den Magiern auf die Knie fällt. Wir werden von der Borik-See bis zu den gefrorenen Meeren herrschen. Ihr könnt meine Leute nicht in so etwas hineinziehen. Alexius, das ist genau das, was ihr und ich niemals geschehen lassen wollten. Wir waren uns einig, also warum unterstützt ihr das alles? Beende es, Vater. Wende dich von den Venatori ab, lass die Magier aus dem Süden die Bresche bekämpfen und uns nach Hause gehen. Nein, das ist die einzige Möglichkeit, Felix. Er kann dich retten. Mich retten? Es gibt eine Möglichkeit. Der Älteste hat es mir versprochen. Wenn ich den Fehler im Tempel ungeschehen mache... Ich werde sterben. Das musst du akzeptieren. Venatori, ergreift sie! Der Älteste verlangt den Tod dieser Frau. Eure Männer sind tot, Alexius. Ihr seid ein Fehler. Ihr hättet nie existieren dürfen. Nein! Beim Blut des Ältesten. Wo kommen die denn her? Guten Tag. Okay, ich bin dran. Alles klar. Oh Mann. War gerade völlig gebannt. Muss ich sagen. Einer weniger! So. Kann ich mich jetzt gerade erstmal sortieren? Nein, kann ich nicht. Interessant. Es ist vermutlich nicht das, was Alexius im Sinn hatte. Der Riss muss uns weggebracht haben. Nur wohin? Zum nächsten Knotenpunkt Arcana Energie? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in der Halle des Schlosses waren. Mal sehen. Wenn wir noch im Schloss sind, wurden wir nicht... Oh, natürlich. Es ist nicht einfach eine Frage des Wo, sondern des Wann. Alexius hat das Amulett als Fokus benutzt. Es hat uns durch die Zeit geschickt. Alter, mach mal langsam. Ich wollte eigentlich eben erstmal über Alexius philosophieren. Also sein Sohn ist krank, sein Sohn wird sterben. Und alles, was er will, ist seinen Sohn retten. Und deswegen begibt er sich hier in solche Machenschaften. Okay, dass wir das jetzt erstmal geklärt haben, ja? Jetzt hat's Gravum gemacht und wir sind in der Zeit gereist, oder wie? Oder was? Oh Gott. Ist das überhaupt möglich? Ja, dann gehen wir wieder zurück. Klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Es klingt schrecklich. Wie schrecklich genau hängt davon ab, in welcher Zeit wir sind und was geschehen ist, während wir fort waren. Wir sollten uns umsehen und herausfinden, wohin uns der Riss gebracht hat. Dann können wir uns überlegen, wie wir zurückkommen, falls es möglich ist. Ja, genau, wenn wir nicht zurückkommen. Und wie meint er das von wegen, was in der Zeit geschehen ist? Geht er davon aus, dass wir in der Zukunft sind? Wir könnten ja auch in der Vergangenheit sein, oder nicht? Oder wie? Hä? Ja, genau, was hätte geschehen sollen? Was hatte Alexius vor? Nun ja, hier ist meine Theorie. Ich glaube, Alexius' eigentlicher Plan war es, euch vollständig aus der Zeit zu entfernen. Hätte er damit Erfolg gehabt, wärt ihr niemals im Tempel der Heiligen Asche gewesen und hättet auch die Pläne seines Ältesten nicht durchkreuzt.
Ich schätze, eure Überraschung in der Schlosshalle hat ihn fahrlässig werden lassen. Er hat uns in den Riss geschleudert, bevor er dafür bereit war. Ich habe einen Gegenzauber gewirkt, die Magie geriet völlig außer Kontrolle und hier sind wir. Das leuchtet doch ein, oder? Ja, Magie geriet außer Kontrolle, das leuchtet mir auf jeden Fall ein. In der Halle waren noch andere. Könnte es sein, dass sie ebenfalls durch den Riss gezogen wurden? Ich bezweifle, dass er groß genug war, um den gesamten Raum hindurchzuschicken. Alexius hätte sich selbst oder Felix nicht derart in Gefahr gebracht. Sie sind vermutlich noch immer dort, wo und wann wir sie verlassen haben. In gewisser Weise zumindest. Alexius hat in der Halle einen Ältesten erwähnt. Wisst ihr, wen er damit gemeint hat? Den Anführer der Venatori, nehme ich an. Irgendeinem Magister, der nach Göttlichkeit strebt. Es ist immer das gleiche Lied. Lasst uns ein wenig mit Magie herumspielen, die wir nicht begreifen. Sie wird uns unfassbar mächtig machen. Und augenscheinlich spielt es nicht die geringste Rolle, ob man dabei das Gewebe der Zeit zerfetzt. Und was geschieht, wenn es nicht möglich ist? Dann ist das hier wohl unsere neue Gegenwart.